Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu DTM Race Driver 2. Ja, wir haben das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Part gewesen ist. Ja, die Luft war raus bei dem Game. Und ich glaube, da kam irgendwas dazwischen. Irgendwelche anderen Projekte, auf die ich mehr Bock hatte. Und ja, jetzt muss ich leider wieder reinkommen ins Game. Das könnte unter anderem schwierig werden. Vielleicht sogar. Deswegen seht es mir bitte nach, wenn ich nicht ganz so professionell spiele, wie ich es gerne würde. Ja. Boah, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an dem Spiel, muss ich sagen. Die sind alle ein bisschen schneller als ich. Kann das sein? Boah, die lange Pause tat mir nicht gut, sage ich ganz ehrlich. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich keine Rennspiele gezockt habe. Aber in Gran Turismo steuert sich da schon ein kleines bisschen anders. Okay, drei Runden fahren wir, das ist eigentlich noch human. Ja, ich muss mich wieder ein bisschen reinfuchsen in das Spiel. Tut mir leid. Irgendwie habe ich auch gar keine Erinnerung an dieser Strecke. Ja gut, Neustart. Ja, ich habe gar keine Erinnerung an diese Strecke. Ja, ist klar. Klar, sofort perfekt Start von denen. Oh mein Gott! Krasse Scheiß! Da drehen die Räder richtig hart durch. Okay, also die fahren immer perfekt Start. Das ist natürlich schon mal super. Boah. Ich hätte dieses Projekt einfach viel früher spielen sollen wieder. Ja, das ist. Ist mir leider bewusst. Es ging halt einfach nicht anders. Also ich meine, ich hätte einfach andere Projekte noch vorher zu tun und ein bisschen die Lust an dem Spiel war auch raus, weil es einfach übelst genervt hatte, teils zig Stunden eine und dieselbe Strecke zu fahren, weil die KI hier einfach übelst abfacken tut und auch gerne mal, ne, dass du halt im Arsch bist, so. Der Wagen ist aber richtig scheiße, Digga. Was ist denn hier los? Ei, 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 ei.
Ja, ich muss mich so ein bisschen an das Spiel einfach gewöhnen, so. Es braucht halt einfach seine Zeit. Das ist halt das Blöde da dran. Und der Wagen ist halt optimal einfach scheiße. Ne, sage ich ganz offen. Und was mir auch ein bisschen zuwiderfällt, ist einfach, dass die Gegner ein kleines bisschen, leider ein kleines bisschen, schneller Max-Speed plus Beschleunigung haben, als ich. Und das ist halt, ja, tödlich. Also ich muss jetzt besser sein als dieser Amori. Okay. Also das erste Rennen habe ich anscheinend mit Erster geschafft. Gut. Ja, das habe ich ihn so abge... Ja, sorry. Ging nicht anders. Der Wagen ist scheiße. Warum hast du mir so einen Kackwagen gegeben, Alter? Gib mir mal einen vernünftigen Wagen, wo man fahren mit kann und nicht so einen Dreckswagen hier, ey. Ne, ich beschleunige ein bisschen und er schlittert da durch, als wenn ich hier drift. Guck, nichts passiert. Ich krieg Schaden. Ja, gar kein Problem. Ja, Gegner dürfen alles. Ne, hast Pech gehabt. Digga, er kriegt nicht mal den Gang rein. Was zum Fick ist mit dem Wagen los? Gleich Motor zerstört, weil Wagen einfach nicht Gang schalten kann. Schade, hat ihn nicht ausgebremst. Ja, der Wagen hat, ne, das braucht einfach. Irgendwie ist der Schaden nicht so richtig da detailliert eingerichtet worden. Das Schalten ist das Problem von dem Wagen. Wieso kriege ich einen Wagen, der eine schlechtere Schaltung hat als die meiner Gegner? Erklär mir das mal bitte. Und dazu muss ich auch noch fucking driften. Digga, spiel ich hier Tokyo Drift oder was? Nein, das ist ein Film, ich weiß, aber na, ihr wisst, was ich meine. Aber die Strecke ist auch nicht optimal für den Wagen, aber auch wirklich nicht. Aber auch null. Aber eigentlich, waren wir nicht irgendwo anders? Mir kommt das nämlich so vor, als hätten wir eine andere Strecke hier eigentlich. Eigentlich müsste, irgendwas mit Kurven und mit 1000 Kurven sein. Diese kleine Hurensohn, wirklich. Digga, ich will eine normale Runde fahren, schaffen die nicht. Meine Güte. Ei. Das Schlimme ist, ich muss dieses Rennen auch noch gewinnen. Aber meine Gegner sind alle hauch hoch. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben fucking Vorteile bis zum Abwinken hier, ey. Das ist so, als wenn ich mit einem... Kannst du mir mal erklären, warum du so hart bremsen tust? Pass auf, Junge. Amori ist hinter dir und erwartet auf eine Gelegenheit, dich zu überholen. Hä? Hinter mir? Ist er nicht vor mir? Okay. Ich dachte, der war das. Na gut, aber solange der hinter mir ist, ist alles gut, ne?
Der darf halt nur nicht vor mir sein. Okay. Also ich muss nicht unbedingt Erster werden. Hauptsache Amori ist nicht vor mir. In der Insgesamtwertung dann, ne? Okay. Ja gut, ich gebe mein Bestes halt, ne? Gestaltet sich leider mit dem Wagen als sehr ambitioniert, ne? Keine Chance. Wagen ist halt nicht gut. Die haben mir leider einen Wagen gegeben, der absolut schlecht ist, so, ne? Finde ich, also sieht zu stark danach. Aber ich weiß noch, dass es halt Rennen gab, die waren noch wesentlich schlimmer. Ey, der hat voll gemacht. Der war mir im Weg. Ach, juckt niemanden. Ah ja. Ist wieder dieses Fair Play in diesem Videogame, ne? Digga, kannst du einmal, ein gutes Mal lenken wie ein normales Auto und nicht einen Tausender Drift ballern, wenn du nur um die Kurve fährst. Bro, keine Chance! Sorry, gar keine Chance, dass der Wagen. Alter Schwede! Digga, wir fahren sind jetzt 11 Minuten in dem Part drin. Und ich habe überhaupt keine Chance mit diesem Wagen, Alter. Bruder, ich habe keinen Bock auf Crash Burn 30 Parts. Nur weil Wagen nicht mitspielt. Ja, ich verliere km/h. Wenn der, weil der halt die ganze Zeit drift. Ja. Wenn du mir einen besseren Wagen gegeben hast, der nicht am Driften wäre, dann hätten wir es hingekriegt. Digga, warum vor mir? Warum vor mir? Und dann so harte Durchbremsung. Digga, du überholst in dieser Kurve nicht Innenbogen. Nicht Innenbogen, Alter. Sorry, macht gar keinen Sinn. Wieso überholst du? Beziehungsweise nimmst du die Kurve per Innenbogen am allerschlechtesten Winkel, den du geben kannst? Sorry, das macht keinen Sinn. Digga! Also in gewisser Weise macht das schon Sinn. Das Problem ist nur, der hat so hart abgebremst, dass es halt keinen Sinn gemacht hat. Ne? Dass er die Kurve so genommen hat, kein Problem. War gut. Mache ich teilweise auch gerne. Wobei ich tatsächlich eher, ne, also so. So nehme. Ne? Was er aber falsch gemacht hat, ist einfach, er hat die Kurve, bevor er die Kurve genommen hat, hat er erstmal stark abgebremst. Und das war der Fehler halt. Hätte ich ebenfalls abgebremst, hätten mich alle anderen überholt, weil die genauso nicht genauso nicht diese Kurve fahren. Ich bin leicht auf diesen Grund gekommen. Leicht nur, ne? Digga, stabilisieren, Kollege! Bro, der stabilisiert nicht. Was soll ich machen? Wagen muss stabilisieren. Aber wenn ich erstmal gegenlenken muss wie ein bekloppter Irrer, wie soll ich den stabilisieren, wenn er nicht stabilisieren geht? Wagen, der Wagen ist einfach scheiße. Warum muss ich 5 Runden mit diesem Wagen fahren? Digga, das ist ja noch schlimmer, als wenn ich mit irgendeinem Dodge oder Chevro hier durchballern muss. Digga, ich fick die Strecke einfach nur. Kein Bock drauf. Nicht mit dieser KI. Die eine Vollbremsung machen in der Mini-Kurve. Noch nie in meinem fucking Leben gesehen. Außer du bist ein Amateur und hast noch nie in deinem Leben ein Rennen gefahren.
So, wenn ich so bleibe in der Runde, ist das, wäre das nicht schlecht. Ich werde nicht, also vorhabe ich es nicht, Erster zu werden. War schon mies. Mit dem Wagen die kleinen Kurven hintereinander. War schon doof. Ja, ich bin kein Rennspezialist, so safe nicht, ne? Im Gegenteil. Ich bin tatsächlich eher Casual-Fahrer. Na, aber ich spiele halt sehr, sehr gerne Gran Turismo. Am liebsten Gran Turismo, aber ich zocke auch gern Forza mittlerweile. Ne? Müssten wir übrigens auch noch Let's Playen, weiter Let's Playen. Da habe ich auch, glaube ich, 30 oder 32 Parts, wenn ich mich richtig erinnere. Aber aktuell sind die PS2 Games halt dran. Und da sind noch eine Menge zu erledigen, leider. Deswegen ja, muss ich das erstmal nach hinten schieben. Erstmal, ne? Heißt aber nicht aufgeschoben, ne? Ist aufgehoben, sondern... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Sprichwort geht. Das sagen immer schlaue Leute und ich glaube, ich bin nicht ganz so schlau. Willst du mich ficken? Digga, wir sind besser als er. Und ich habe die scheiß Strecke abgeschlossen und ich bin auf fucking Podium. Und wir haben immer noch 5 Punkte Vorsprung. Reicht mir so, Vallelunga. Aha. Ich glaube, das war das, glaube ich, ne? Kann das sein? Mit den scheiß Kurven? Ich glaube, ja. So, jetzt wieder in die Strecke erstmal reinfinden. Ich mag sowas, mag ich eigentlich nicht. Übermäßig in die Strecke wieder reinfinden, besser fahren und dies, das, ne? Auf der ersten Position liegt Amori. Tja, dann müssen wir ihn runterkicken, wenn es geht. Bro! Was hat der gemacht, Alter? Digga, du musst vernünftig fahren. Also ich meine, klar, mein Unfall war jetzt dämlich. Aber der Kollege da, ne? Also, weiß nicht, also der ist behindert gefahren. Diese Gegenlenkung da war einfach scheiße. Der hat mich auch, zum Drehen gebracht. Das war nicht gut. Und dass Amori natürlich mal wieder unfassbar Double 100-fach Speed hat, ist fucking unfair, Kollege. Das finde ich nicht gut. Ja, der Wagen hat keine optimale Beschleunigung. Digga, mussten die gar nicht bremsen? Ja gut, aber wir haben immer noch Punkte Vorsprung. Ja, Vierter ist jetzt nicht so unfassbar schlecht. Oder mussten wir Erster hier werden? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich müsste mir vielleicht den Dingspack mal anschauen.
Naja, den hole ich leider nicht ein. Der hat einen besseren Wagen als ich. Lass dich nicht von Koana Mori fertig machen. Streng dich an. Du kannst es noch schaffen. Klar. Ist doch alles gut. Wir sind 4 Punkte auseinander. Ist doch alles gut. Ich muss nur besser als er sein. So, Bathurst. Australien, ist das okay? Boah, willst du mich ficken, Alter? Nimm den verfickten Gang rein, Alter. Bruder, wofür spiele ich Automatik, ey? Wenn er den Gang einfach nicht einlegt. Das ist Bathurst? Dann kenne ich die Strecke. Ja, das ist Bathurst. Okay, die bin ich 100 Mal in Gran Turismo gefahren. Wenn nicht 1000 Mal. Eigentlich ganz chillige Strecke. Also wirklich chillige Strecke. Einzig doofe. Rest vom Teil könnte scheiße sein. Und wenn du halt so behinderte Fahrer hast. Also ich finde, muss nur mal großes Lob noch mal an die TM Race Driver machen. Mir einfach einen Wagen zu geben, sobald der auch nur einen Mini-Kontakt über die Bande auf Gras oder sonst was zu haben, das Ding sich in eine Schleuder- und Driftkiste verwandelt, die unkontrollierbar ist. Also sehr gute Wahl und dazu natürlich auch sehr exzellente Wahl der Strecken. Hilft wunderbar, da durchzumanövrieren, wirklich. Unfassbar gut gewählt. Es sind keine Wünsche übrig. Und ich brauche mich auch gar nicht fragen, warum. Warum man mein Leben eigentlich ficken will. Ey. Ja. Problem ist, Windschatten bringt in diesem Spiel anscheinend null. Auf jeden Fall nicht. Ja, vier. Digga, ihr bremst aber auch ziemlich hart. Hervorragend gefahren. Na, ich meine, für mich ist das gut. Fährt. Komplett geschrottet der Wagen, ne, aber Hauptsache versuchen, Podium noch zu snacken. Was sogar noch klappt, ey. Das ist es. Weiter so. Und der Platz auf dem Podium ist dir sicher. Ja gut, das Problem ist, es kommen noch die schwierigen Kurven.
Boah. Die Kurve. Zu schlimm. Und der Wagen ist einfach übelst gegen alles, was gegen Stabilisierung ist. Nein. Warum bist du... Digga, der kann nicht Gang schalten. Der kann... Digga, wieso kann der nicht beschleunigen, Amenako? Du bist so behindert. Digga, beschleunigen. Mann. Digga, alle Wagen können beschleunigen und haben Topspeed bis zum geht nicht mehr. Aber mein Wagen kann nichts. Kann nichts. Der kann nicht... Ist nicht fähig, stabilisiert zu fahren. Bruder, ist das schlecht, Alter. Alter, Mann. Ich schaff das nicht, den Gang richtig einzunehmen. Ja, wobei war eigentlich gar nicht... War okay. Diesmal aber... Ich hasse das, wenn ich einfach übel hart benachteiligt werde. Ach, die Strecke ist das. Ja, ich erinnere mich. Die macht Spaß. Ist dafür aber relativ kurz. Ja, das Problem ist halt, die haben alle Top-Beschleunigung. Was wir nicht haben. Ich kann die nur in den Kurven. Ich kann den in den Kurven schlagen. Und das hauptschwierige Zeug ist, ich darf in der verfickte Gras einfach nicht landen, weil der Wagen einfach nicht fahren kann darauf. Und ich dachte schon immer, Gran Turismo ist absoluter Bullshit. Aber DTM Race Driver bildet da schon mal eine harte Ausnahme. Digga, das Spiel kann einen ficken dadurch. Finde ich. Was einfach nur zum Kotzen ist. Ja, die haben halt einfach top. Ja, die haben auch alle Beschleunigung. Digga, hast mir einen Dreckswagen einfach gegeben. Einfach mal einen Wagen geben, der eine Beschleunigung hat. Und wir könnten das Rennen relativ angenehm fahren. Nein! Lieber einen Dreckswagen, der nicht einen verfinkten Zentimeter auf den Gras fahren kann. Und meint, wir müssen einfach mal statt Rennen fahren, driften zu fahren. Und dann verkackt er die Scheiße auch noch. Bruder, ich hasse diesen Wagen. Mein vierter, aber trotzdem. Noch. Und dann diese Sprüche von diesem Hurensohn. Alter Schwede. Weißt du, manchmal denke ich mir so, ach, das nächste Rennen wird besser. Ist bei mir tatsächlich auch so klein, so ein bisschen die Hoffnung. Aber ich wette mit euch, wenn ich diese Kacke irgendwie geschafft habe, weiß Gott, wie ich das hinkriege. Kommt irgendein anderer behindertes Fahrzeug, was noch tausendmal schlimmer ist als das vorherige. Und meine einzige Frage ist eigentlich dann immer, warum tut man sich das an?
Na, sorry, ich muss den vierten haben, was einzig blöd ist. Amori ist mal wieder dahinter mir. Digga, dein Ernst, dein verfickter Ernst, Digga! Dieser Wagen, das ist einfach nur ein Sohn. Hast einen Platz auf dem Podium knapp verpasst. Echt? Ja, wenn du mir mal einen besseren Wagen geben würdest, dann hätte ich auch gewonnen, mein Freund, hä? Bruder, wo, vor allem, du hast den Podium verpasst. Digga, ich bin Zweiter, du Hurensohn. Was willst du eigentlich von mir? Bruder. Der fuckt mich da nebenbei an und meint so. Geh, fick deinen Vater und verpiss dich, du Bastard, Alter. Meine Fresse, gib mir sowas auf den Zeiger, Alter. Meine Fresse, ey. Das sind wieder Leute, die nix in ihrem verfickten Leben geschissen bekommen. Aber meinen sie, wenn die Oberknacker, ey. Seid nichts. Solltet euch lieber eine Wand aufstellen und erschießen lassen. Dafür seid ihr gut. Und als Dünger für irgendwelche Pflanzen, die dann aus eurem Fleisch etc. kommen. Und wenn jetzt fucking Amori Erster wird, weil ihr kleinen Kekkos es nicht schafft, irgendwie mal vernünftig zu fahren, dann haben wir alle ein fettes Problem. Also ich tippe mal, ich muss schlechter sein, besser als Amori sein. Ich weiß es nämlich nicht, weil ich das Spiel das letzte Mal vor Monaten gespielt habe. Ne, letztes Jahr habe ich das gespielt. Vor Monaten wäre gut gewesen. Digga, warum fahre ich das Ding hier 3 Runden, wenn das so lang geht? Einfach mal nur als Info, die gerade genannten Äußerungen stehen über zu keinem Zeit zu echten Personen, sondern lediglich zum Videospiel. Menschen, die tatsächlich durch sowas getötet werden, wurden oder werden. Tut mir vom Herzen leid, es ist sowieso schlimm, getötet zu werden. Ne? Alle anderen sexistischen, anderen Äußerungen oder sonst was weise ich zurück. Es ist lediglich gegen eine Computerfigur und deren Äußerungen. Der Synchronsprecher etc. kann überhaupt nichts dafür. Es fuckt mich einfach nur ab. Seine Äußerungen sind komplett falsch, unlogisch und zu allem Überfluss unpassend. Was aus mir beziehungsweise aus meinem Mund spricht, ist der reine Frust. Ja. Weiß nicht, kann sein, dass sich irgendjemand hier daran erfreut, an meinen Äußerungen etc., so, an meinen Ausraster und so weiter. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen. War weiter so. Und das Rennen gehört uns. Na, wenn mir das in die Kommentare schreibt. Ich denke mir die nicht aus, sondern die fallen mir spontan ein. Wobei, über den Fick dein Vater habe ich schon gerade drüber nachgedacht. Also der kam dann schon gewissermaßen geplant. Na. Nein, aber totaler Frust ist das nur her. Der Wagen ist scheiße. Bin froh, dass die letzte Strecke mal nichts mit irgendwie Pissgras zu tun hat. Das Ding steuert sich einfach wie ein Kackwagen einfach nur. Ist noch nicht mal ein fucking Panzer, das ist einfach scheiße. Na. Das Einzige, was ich mich freue, ist, dass ich eventuell gleich fertig bin mit diesem Rennen. Und wenn ich Erster wäre, dann bin ich auf jeden Fall besser als Amori.
Und ich hoffe, das reicht. Und nicht, dass ich irgendwie ein Podium sein muss, Erster. Podium bin ich ja. Wir sind aktuell Zweiter. Sollte eigentlich reichen, wenn Podium das Ziel war. Ja. Rest sehen wir gleich. Bin froh, dass die KI hier ein bisschen doof fährt. Und freue mich, dass ich so ein bisschen wieder ins Spiel reingefunden habe. Ich will es nämlich beenden. Und Race Driver 3 kommt auch noch und das möchte ich auch beenden. Und ich würde gerne die Story beendet sehen. Einfach nur als, einfach so. Race Driver 1 werde ich nicht spielen, weil das Spiel steuert sich einfach absolut scheiße. Wobei ich das Spielprinzip eigentlich cool finde. Das ist in Grid. Race Driver Grid haben sie das ja wieder eingefügt. Mag ich. Deswegen, wir müssen Race Driver Grid auch noch spielen. Das habe ich mal damals in meiner Projektwoche mal gehabt. Ne? Als Rennspiel. Haben wir schon angefangen. Wobei, ich glaube, wir müssen das sogar neu spielen. Weil meine Konsole ja kaputt gegangen ist. Ja, müssen wir mal gucken. Gut, wir sind fertig. Es war nicht leicht, obwohl es bei dir leicht aussah. Gute Arbeit. Du Wichser. Du hast die erste Hürde geschafft, was? Mach dir nur nicht zu viele Hoffnungen, ja? Wer auch immer das war. Schön, dass Amori noch nicht mal Treppchen gewonnen hat. Also, alles richtig gemacht. So. Der Fahrer mit der niedrigsten Platzierung am Ende der Saison scheidet aus. Fahren sie höchstens 2 Plätze hinter César und Bastille. Okay. Gut. Das machen wir aber alles im nächsten Part. V8 Supercars. Ich hab keinen Bock. Wir sehen uns dann beim nächsten Part von DTM Race Driver 2 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.